Willkommen zu einem neuen TechView Vlog und diesmal soll es um Spiele spielen unter dem MatePad Pro gehen. Ich habe mir dazu auch einen Controller besorgt, den hier, der erinnert so ein bisschen an einen Super Nintendo Controller. Er nennt sich 8BitDo und das ist die Firma, die diesen Controller gemacht hat. Das ist eine Kombination aus Super Nintendo Controller mit den analogen Sticks von einer PlayStation, eine PlayStation 2 in dem Fall würde ich mal eher behaupten, oder den neueren PlayStation 1 Controllern. Das hat auch einen Grund, aber dazu kommen wir dann später nochmal. Ihr könnt das Teil ganz einfach per Bluetooth verbinden. Hab das schon gemacht. Ihr müsst einfach nur Start gedrückt halten und dann wird hier das Radio blinken und dann wird es einmal hier gelb markiert, wenn es dann verbunden ist. Ansonsten könnt ihr das natürlich per Bluetooth ganz einfach hier verbinden und ich gehe mal hier auf Bluetooth, da sehen wir den Pro-Controller. Der ist also da auch schon verbunden. Ansonsten, wo kriegt man Spiele her für das MatePad Pro? Erste Anlaufstelle ist die App-Galerie. Dort gibt es die Kategorie Spiele und da kann man sich die verschiedenen Spiele tatsächlich auch anschauen. Action-Spiele beispielsweise. Da gibt es neben ein paar chinesischen Spielen, gibt es da auch einige bekannte Spiele, die mit dabei sind. Und Infinity Ops beispielsweise, Jump-and-Run-Spiele, Knobel-Spiele, aber auch Fortnite zum Beispiel als Installer ist mit dabei und zahlreiche weitere Spiele sind hier zu finden. Ansonsten, wie ich ja bereits in einem anderen Video gesagt habe, kann man sich immer über den Aurora Store auch die Google Play Spiele besorgen, solange sie eben nichts kosten oder eben auch so eine Nachladefunktion haben, die im Spiel zusammen mit dem Play Store funktioniert. Das wird dann hier nicht funktionieren, weil wir keinen Play Store haben. Ansonsten Sachen Spiele, ich habe zum Beispiel Star Trek aus der App-Galerie mir installiert. Das läuft, das ist ein 3D-Spiel und wir sehen jetzt hier wunderbare 3D-Grafik, da ein Planet und hier jetzt hier ein Raumschiff und ich kann jetzt anfangen zu spielen, habe eine Crew und kann mir jetzt verschiedene Sachen auswählen, Seven of Nine zum Beispiel oder Data, Dr. Crusher und so weiter und so fort und kann jetzt zur nächsten Mission fliegen und so weiter und so fort. Kann also hier draufklicken und dann mir eine neue Crew zusammenstellen oder zur nächsten Mission gehen, wenn ich denn möchte. Also so ist das Spiel wunderbar. Dann, weshalb habe ich diesen Controller? Ich habe mir auch RetroArch installiert und damit lassen sich Spiele spielen, ziemlich bekannte Spiele, unter anderem Super Nintendo Spiele, aber auch PlayStation Spiele, sobald man die richtige BIOS-Datei hat. Das habe ich jetzt in dem Fall gemacht und so kann ich zum Beispiel einen alten Klassiker, der jetzt als Remake gemacht wird, nämlich Final Fantasy VII, hier auch spielen. Und hier sehen wir gerade das Intro. Blenden mal die Kontrollen aus. Man kann es natürlich auch ohne Controller spielen. Dann werden hier die virtuellen Kontrollen eingeblendet. Und es läuft jetzt wunderbar. Es ist nicht nur das Video, was jetzt hier läuft, sondern ihr seht, Final Fantasy 1997. Ach, ein Klassiker. Und den kann ich jetzt hier mit dem Controller hier, der so ein bisschen dann, ja, ist ein Super Nintendo Controller mit eben Analogstick, aber ja, man kann das eben benutzen für PlayStation Games, wie beispielsweise dieses hier. Ohne großartige Probleme. Ja, ich werde noch ein bisschen was zocken, um so über die Corona-Lockdown-Geschichten zu kommen. Hier in Neuseeland ist das nicht ganz so problematisch, aber in Deutschland habe ich gehört, es gibt tatsächlich so einen richtigen Lockdown. Hier mit Sicherheit in ein paar Wochen auch. Und für die Leute, die da ein bisschen was zocken wollen, die können das auch auf dem MatePad Pro machen in Zukunft. Also Super Nintendo-Spieler ebenfalls, genauso wie eben auch PlayStation-Spiele. Ich kann ja mal ein paar, ich mache einfach mal, wenn ich noch die Zeit habe, einfach mal hier reingehen, bedienen das auch mit dem Controller, kann dann zurückgehen, Inhalte laden, nee, wir gehen hier und gehen dann hier runter, da habe ich schon ein paar Spiele und da kann ich Donkey Kong beispielsweise starten und das würde jetzt im Super Nintendo Emulator auch wunderbar funktionieren, genauso wie Mario Kart oder ähnliche Spiele, also überhaupt kein Problem, eine wirklich tolle Sache, auf dem MatePad Pro, da ist die Leistung stark genug, um solche Emulationen zu machen. Ohne großartige Probleme. Super Nintendo, PlayStation und PlayStation 2, alles gar keine Probleme. Man muss halt eben nur die ROMs dafür haben. Das war's für diesen kleinen Vlog und bis zum nächsten Mal. Ciao.